Faszinieren dich große Tierschwärme auch so sehr wie mich? Zehntausende Vögel fliegen gleichzeitig los und kein einziger stößt, schubst oder berührt den anderen. Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt. Wie ist das möglich? Zu diesem spannenden Thema hatten wir im Juli eine Schwarmpower-Konferenz. Anhand des Tierschwarms, der sich oft in einer großen Not formiert, zeigte uns Papa, wie wir als Menschenschwarm funktionieren. Wer nicht dabei war, sollte diese so wichtigen und spannenden Prinzipien unbedingt auf SASIC.tv nachschauen. Ein Prinzip, von dem er redete, möchte ich anhand eines Beispiels etwas hervorheben. Papa sagte, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die du haben musst im Schwarm. Der Schwarm wird gelebt, er wird von innen her gemacht, er wird von innen her erhoben. Alles geschieht von selbst. Das Problem bei allen Religionen und von uns Menschen überhaupt sei, dass wir immer auf etwas von außen warten, auf ein Ereignis, das uns hilft oder uns rettet in unserer Situation, statt zu merken, es wohnt die ganze Fülle der Gottheit in dich hinab, Kolosser 2,9. Gott wohnt in jedem einzelnen Menschen. Alle Möglichkeiten Gottes sind deine, weil du ein Teil Gottes bist. Dies durfte ich letzthin mit unserem kleinen Joshua, 2,5 Jahre, in der Praxis erleben. Ich hatte nämlich gerade eine etwas schwere Zeit mit ihm. Bei allem, was ich sagte, machte er einfach kategorisch das Gegenteil davon. Ich kam wirklich ans Ende. Jeder Versuch, ihm zu helfen, scheiterte und sein Gesichtlein blieb einfach nachhaltig dunkel. Schlussendlich sah ich nur noch eines. Auch wenn er noch so klein ist, auch bei ihm darf es jetzt von innen, ganz von selbst kommen, sonst funktioniert unser kleiner Familienschwarm halt auch nicht. So nahm ich ihn zu mir, erklärte ihm, dass ich nicht mehr weiß, wie ich ihm von außen helfen kann. Nun ist er der Einzige, der in dieser Situation noch weiß, was zu tun ist. Er kann im Herzen spüren, was er jetzt machen muss, dass sein Gesichtlein wieder hell wird, dass er wieder gehorchen kann und wir wieder Frieden haben miteinander. Die ganze Fülle wohnt in ihm, dass er das jetzt spüren kann. So setzte ich ihn auf das Sofa und sagte, dass er laut Mama rufen kann, wenn er durch ist, das Herzchen wieder ganz frei ist und es hochgegangen ist. So blieb es einige Zeit ganz ruhig im Zimmer und ich bangte schon ein bisschen, ob das echt wirklich klappt. Er ist ja noch so klein. Aber siehe da, nach 10 Minuten rief er laut Mama. Und als ich ins Zimmer kam, strahlte mir sein Gesichtlein entgegen, seine Äuglein leuchteten und er sagte, ich bin wieder umgekehrt, ich habe mit Jesus geredet und jetzt sind Äugle wieder hell. Jetzt ist Jüsi wieder lieb. Er hat in dieser Zeit tatsächlich eine Berührung mit Jesus gehabt, denn von da an hat echt was gedreht. Passierte es auch mal kurz, dass er ins alte Fahrwasser kam, so konnte ich ihn nur kurz daran erinnern und in wenigen Sekunden hat er gleich wieder selber von innen her gedreht und ging fröhlich und befreit weiter. Das gibt so Mut. Alles kommt von innen, von selbst. Wenn so kleine Kinder das können, wie viel mehr wir? Trau auch du dich, das zu glauben und mit uns zu erleben. Warten wir doch nicht mehr länger auf Rettung von außen, die für uns unsere Umstände ändern. Es ist die Freiheit und das Leben pur erleben zu dürfen, wie Jesus in unsere Herzen hineinwirkt, wann immer wir in unseren Nöten, Schwachheiten oder so zu ihm kommen und sein Wirken in uns drin erwarten. Da erleben wir es hauptnah, genauso wie Jüsi. Diese Freiheit, dieses Glück, diese Nähe Gottes in dir drin, von selbst ausfließend erleben zu dürfen, wünsche ich auch dir von Herzen.